Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Siko-Modellvorstellung. Und wir haben heute die 2113, den Mercedes Sprinter 6x6 Feuerwehr. Kostet, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, 22 Euro. Ja, ist solide, denke ich mal. Und natürlich Stab 1 zu 50, das ist, denke ich mal, klar. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze auch mal direkt an. Er hat auf jeden Fall schon mal drei Achsen und ist von Sico beschrieben als eher, damit man auch im Gelände quasi unwegsam im Gelände damit fahren kann. Ich mache erstmal das gleich hier noch ab. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das ganze Gerät mal vor. Unten haben wir auf jeden Fall weiße Schürze, sehen wir schon mal. Und natürlich hier die drei Achsen. Von vorne sieht das eigentlich echt ganz gut aus. Das halt dieses ältere Sprinter, also im Verhältnis jetzt, weil ja auch jetzt demnächst schon eigentlich neue hiervon rauskommen sollten. Genau. Wir haben hier ein Nummernschild, was wirklich gut aussieht, ist das. Also das hier. So gut hat man sonst nicht die, aber das liegt vielleicht auch an der Modellgröße eventuell ein bisschen. Naja, hier ist natürlich Lüftung, Mercedes-Logo. Wir haben hier die also wirklich typischen Lampen für den Sprinter, die auch noch echt gut detailliert sind und umgesetzt wurden. Wir haben hier Rosenbauer stehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die haben die nicht solche Rettungswegen und sowas umgebaut. Aber ich bin jetzt wirklich nicht so sicher, aber so in der Richtung würde ich denken, geht das. Wir haben hier auch nochmal wahrscheinlich Luftansaugen von oben, Offroad-Bereich, sage ich mal nur. Hier oben haben wir links und rechts Blaulicht. Dann gehen auch noch die Türen links und rechts auf. Da haben wir noch die Spiegel natürlich dran. Wir haben vorne zwei Sitze, Lenkrad und ein bisschen Armaturenbrett, sage ich mal so. Von hier erkennt man vielleicht auch noch ein bisschen was. Genau, dann haben wir hier überall die gleichen Räder, sowohl vorne als auch hinten. Wir können auch gleich mal noch von oben gucken. Hier ist auch noch hinten ein Blaulicht und sonst einfach nur Kasten. Und wir können hier tatsächlich noch, wenn ich es hinkriege, ohne irgendwas zu zerstören. Das ist jetzt die Frage. Die Frage der Fragen. Wird es gehen, ohne was kaputt zu machen? Ja. Eine Leiter, die wir quasi abmachen können. Und jetzt haben wir einfach die Leiter hingestellt. Genau. Sprich, die können wir auch einfach abmachen. Und dann können wir sie natürlich auch wieder einfach dran machen. Geht auf jeden Fall einfacher. Sag ich mal so. Hier ist dann die Tür für den Mannschaftsraum. Ist auf der anderen Seite. Ah, auf der anderen Seite ist die Tür auch. Wir haben hier quasi die Tür auch jeweils auf beiden Seiten. Und wir haben hier halt Platz für 7 Leute. Rechts 4 und links 3. Dort sind 3 Plätze und auf der anderen Seite sind 4. Genau. Jetzt haben wir hier noch quasi das ganze Ausrüstung. Da können wir hier das aufschieben und dann können wir gucken, ne, was wir hier alles so haben. Wir haben hier auf jeden Fall wie so ein Aufschneidewerkzeug vielleicht, keine Ahnung. Ja, viele kenne ich jetzt nicht. Hier oben könnten Schläuche sein. Also ich kenne mich ein bisschen mittlerweile aus, aber auch nicht so wirklich bei den ganzen Feuerwehrsachen. Das ist ja wirklich alles sehr kompliziert, sage ich mal. Aber das geht ziemlich cool auf und zu, muss ich sagen. Dann gucken wir gleich am Heck weiter. Wir haben hier nochmal ein schönes Nummernschild, genauso wie schöne Rücklichter. Wir haben hier auch eine Leiter, um aufs Dach zu kommen. Anhängekupplung für größere Anhänger, sage ich mal. Und dann können wir das hier auch noch aufmachen. Sagen wir hier. Ich schätze mal, hier ist direkt wie so ein Feuerlöscher,
Ich weiß nicht, ich hätte jetzt fast gedacht, hier haben wir noch eine Pumpe und das könnte auch so aussehen hier. Aber so sicher bin ich mir jetzt nicht, aber in sowas in der Richtung wird es, denke ich mal, schon sein. Oh. Jetzt haben wir eigentlich nur noch die Seite hier. Komm schon. Ich kenne alles ein bisschen. Es sieht mir auch bekannt vor, weil ich ein paar Videos gesehen habe. Auch einer ein Feuerwehrauto quasi umgebaut. Das sieht zwar hier eigentlich genauso wie da drüben mit den Schläuchen aus. Ich nur gerade hier ein paar untere Sachen. Ich kenne bestimmt noch welche, aber ich komme jetzt auch nicht drauf. Das kann mir vielleicht auch, wenn es jemand gut weiß, in die Kommentare schreiben. Aber ich denke, das soll es auch zu dem Fahrzeug gewesen sein. Ich finde auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ja, das müsste auch alles gewesen sein, was ich zu dem Fahrzeug sagen kann. Wir haben LFBA stehen und dann noch CL. Das würde einfach eine Bezeichnung sein für die quasi. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir und der Sigmodell-Vorstellung verpassen wollt, dann abonniert dringend meinen Kanal. Und da bin ich raus und tschüss.